Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Ich habe Bunhaben, ich habe die Coterie Exclusive 2009 bis 2021. Die verkaufen es immer noch um 23? Ja, oh. Also French Wine Cask Finish. Natural Color, Non-Chilled Filtered. Whiskey Base 197903. So, was haben wir hier? 60% Alkohol. Und wir haben hier einen Preis, was ich bezahlt habe, von 137,95 Euro. Hat gar keinen Plopp gemacht. Der ist ganz schön locker. Also keine gute Omen hier für uns, keine gute Voraussetzungen. Okay, also ich habe hier die Verschielabfüllung gekauft bei Bunne und habe einfach in Beifang muss sein. Habe gesehen, dachte, oh, super, mache ich, nehme ich mit. Und nachher habe ich überlegt, einen Moment mal, 2009 bis 2021, das Ding ist seit 2 Jahren im Shop, warum sind die nicht alle weg? Das ist die dritte Mitglieder hier von unserer Kauturi Club bei Bunne. So, eine leckere steht hier, 2009, französischen Wein-Finish Whisky. 2 Jahre Rotwein-Finish, 9 Jahre normal. Was auch immer normal bedeutet, ist das denn hier Bourbonfässern? Waren das Sherryfässern? War es eine Vermählung aus beiden? Keine Ahnung. Ist das eine Einzelfassabfüllung? Nein. Ist das ein Small Batch? Ja. Wie viele? So, da gibt es schon ein kleines bisschen Transparenz, wäre mehr Transparenz, würde mir zumindest als Whisky-Tube hier und als Freak von Whiskys, als Geek, als jemand, der gerne wissen möchte, was man verkostet, da wäre gut. Allerdings, ich habe hierzu eine Tasche gekriegt. Ist diese Tasche nicht irgendwie süß? Ja, also man kann hier wunderbar, hat man eine Stofftasche und kann man dann durch die Gegend tragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Tasche, eins, brauche ich nicht. Und zweitens, so eine Tasche ist eine unpraktische Form. Ja, also ich kann kein Buch reintun. Es ist ein bisschen zu schmal, dafür ein bisschen zu tief. Griffe sind ein bisschen zu kurz, also ich meckere heute. Aber diese Tasche hier ist absolut. Ja, das sind 5 Euro meines Lebens, die ich gerne zurück hätte. Und vielleicht freut sich jemand darüber. Womit möchte ich es vergleichen? Momentan habe ich einen Tick. Ich habe nochmal hier für den Genaste Bunnehaben Verschiel 2013, eine für mich der beste Bunne momentan, einfach aufgemacht. Das ist der 2022er, 12 Jahre alte Fassstärke. So, 90 Euro, dafür habe ich dieses hier gekriegt. Das hier, also ich habe hier 56,6, 90 Euro. Und hier habe ich dann 60 Euro, 11 Jahre für 100 und 37 Euro. Autsch. So, das ist schon irgendwie mein, ach, was heißt mein Problem, aber irgendwie die ganze Zeit denke ich, genau, 91,95 Euro kostet der 12 Jahre Fassstärke und alles andere ist teurer, jünger und nicht besser. Und da weiß ich nicht, meine ganze Zeit habe ich im Kopf, wie war das hier irgendjemand? Die Mutter oder der Ehemann wird gebeten vom Ehefrau, die Toiletten zu putzen oder die Wäsche zu machen oder abzuspülen oder Müll rauszubringen. Und er tut das in einer Art und Weise, der nicht perfekt ist. Und damit treibt er einfach seine Frau ein bisschen auf die Palme und sie sagt, dann mache ich lieber selber. Und er sagt, genau meine Absicht. Ich finde, und jetzt die Kurve kriegen wir jetzt hier, dass Bunne mit den 2021 und 2022 12 Jahre Cask Strength Edition ihre Arbeit so gut gemacht haben,
dass alles andere, was sie auf den Markt bringen, was nicht rauchig ist, kann damit nur verlieren. Die hätten, und jetzt ist die steile These jetzt hier, vielleicht hätten sie es doch nicht so gut machen müssen. So, der lässt sich wunderbar für unter 100 € wegverkaufen wie warme Semmeln, ja? Also kein Problem mit dem Preis. Auf jeden Fall heute nicht. Vor 2, 3, 5 Jahren, ja, hätten wir alle ein bisschen mehr gemeckert. Aber für buchstäblich 91,95 € für diese Qualität, für diese Wonne, bin ich gern bereit, immer wieder eine Flasche oder ein paar, 6, 8, 12 Flaschen auf Lager zu haben. Gut, erstmal Farbe dunkel, 12 Jahre alt. Unser Rotwein hell. Auch da die Argumentation, die man haben kann. Aber Jason, hier habe ich 60. Ja, aber hier habe ich 56,6. Das reicht. Ich muss nicht 60 haben. Ich bin zufrieden mit 54. Ich bin zufrieden mit 55. Ich bin sehr zufrieden mit 56,6. Ich bezahle 40 € weniger. Aber Jason, hier habe ich Rotwein-Finish. Kann sein, dass der bombastisch ist. Aber dann frage ich mich, warum ist er seit 2 Jahren immer noch im Shop drin? Okay, gut, wir riechen, wir probieren. Habe ich noch nicht. Habe ich gerade aufgemacht vor euren Augen. Okay, ja. Bei Bohne habe ich eine leichte Säure im Moment immer da drin. Also dieses Milchsäure, diese Babykotze im Moment, immer leicht. Aber es wird so übertrumpft mit so viel Fass, dass es ein bisschen wie ein süß-sauer Moment wird. Und das ist gut. Also der Rotwein kommt hier richtig schön durch. Ich habe so ein wie ein Himbeergeist, war mein erster Gedanke, habe ich hier gehabt. Ach, da ist schöne Eiche da drin. Ist schon eine nette, nette Nummer hier. Da muss ich schon sagen, bravo. So, wenn ich hier hinkomme zu meiner Nase, es sollte cremig und reichhaltig am Anfang sein. Ein bisschen Zitrone, ein bisschen weiße Schokolade, aber irgendetwas kräutrig zwischen Rosmarin, irgendwas ähnlich wie Rosmarin im Hintergrund. Ich habe nicht Rosmarin. Aber ein kleines bisschen kräutrig gehe ich mit. Der ist gut. Ich hoffe, der schmeckt auch gut. Ja, die Flasche habe ich gekauft, geteilt, schon längst verteilt. Also. Hier habe ich natürlich weniger Rotwein, weniger Himbeer, weniger rote Früchte. Hier habe ich dunkle, ledrige, saftige, holzige, würzige, braunzuckerige Zuckergussmoment. Heller, dunkel, Molasses, leichter Honig, Akazienhonig. Schön, ich würde sie noch niemals in die gleiche Brennerei erstmal reinstecken. Auch das ist eine steile Aussage. Vielleicht bin ich einfach auch so unerfahren und die Whiskys sind doch so unterschiedlich. Tschüss. Gut, der Whisky ist zu stark, ich bin zu schwach. Die 60% ziehen eine Linie vom ersten Attacke von meinen Geschmacksknospen bis zum Schluss. Da ist eine Schärfe da drin. Da ist eine leichte Säure, also Zitronensäure, und da ist eine leichte Bitterkeit. Denk Haut von Trauben. Denk Walnusshaut. Dieser bittere Moment. Interessant, dass Sie sagen, auf dem Geschmack haben Sie ein Milchbrötchen mit Butter, Orangencreme, weiße Schokolade und Vanille. Habe ich alles sowas kaum. Und dann sagen Sie mit Wasser.
Sogar Buhne sagt, Wasser tut den gut. Ja, also hier haben wir ein bisschen Limettensaft, sollte es so sein, ein bisschen weißer Zucker, ein bisschen klassische Früchten, ein bisschen malziger Bohnenhabe, Süße. Ich habe noch nie eine Tasting Note gesehen. Malty Bohnenhabe Sweetness. Die beschreiben ihr Whisky mit ihrer Whisky. Und das sollte eine lange, süße, cremige, kräuterige Finish sein. Lang anhaltend. Long, slow, sweet, creamy, herbal finish. Eine lange, langsame, süße, cremige, kräuterige Finish. Ach, diese Säure kommt ein bisschen mehr mit Wasser. Die nennen das hier Lime Juice, also Limettensaft. Wir sind gerade knapp 50, 52% diese Säure bleibt, leichte Bitterkeit bleibt. Ralfi hat neulich etwas Interessantes gesagt. Und ich schmeiße das einfach Gedanken mit hier rein. Ich kann natürlich hier daneben liegen. Er sagte, und da habe ich keine Erfahrungswerte. Ralfi sagte, wenn ein Fass zu lange ausgetrocknet ist, das heißt, man leert das Fass und man lässt es draußen vielleicht für ein ganzes Jahr oder wie auch immer, innen drin wird sauer. Und wenn man es neu abfüllt, ohne das auszukratzen, ohne es auszubrennen, ohne denn das mit, einfach nur einmal mit Wasser ausspülen hilft manchmal. Das zu wässern, aber kriegt es nicht der ganze Geschmack hier weg, denn das überträgt sich auf den Whisky. Und das ist das, was ich hier habe. Also ich stelle mir das so vor, dass ein Fass oder Fässern draußen lag, hat man ein ganzes Jahr lang oder zwei nicht benutzt. Oh ja, die muss man auch noch befüllen. Boom. Ja. 3 minus minus 4 plus. Jason ist nicht happy. Der Rotwein-Einfluss ist der gegeben. Die haben versucht, was zu retten, habe ich das Gefühl. Der französische Rotwein ist eine dunkler, trockener Rotwein gewesen. Der ist mehr spielt. Aber es war zu wenig, zu spät gefüllt. Und der Ursprungswhisky war ein bisschen. Also das ärgert mich, das sage ich ganz ehrlich, dass sie so ein Freundschaftswhisky, so ein Mitgliedswhisky so auf den Markt rausschmeißen. Als ob wir so doof wären, das zu kaufen, einfach weil es eine Limited Edition und unser einfach mal jetzt hier unser Kauturi Limited Release ist. Ich bin drauf eingefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht drauf eingefallen. Fragt euch immer wieder, und das habe ich leider im Nachhinein getan. Ich habe die 2019 nicht gesehen, ich habe mehr die 2019. Die 2021 habe ich nicht gesehen, ich habe nur die 2009 gesehen. Oh wow, 2009, das ist hier, yay! Also, ich habe gedacht, bis 2023, das ist 14, 13 mindestens Jahre alt, cool, kaufe ich. Französischer Rotwein. Dass es dann schon November 2021 abgefüllt wurde und jetzt 1,5 Jahre irgendwo rumliegt und noch nicht ausverkauft ist, das hätte mir ein paar Warnsignale geben müssen. Mein Fehler. Wenn ich das 3 minus 4 plus plus als Preis-Leistung gebe, ist es 4 minus, also einfach Geschmack, ist ein 4 minus für Preis-Leistung, also 137,95 € dafür auszugeben. No thank you. Gerade weil wir hier unsere Buhne so haben in Fassstärke. Ich weiß, wie schwer der manchmal zu finden ist. Ja? Aber wenn man da hingeht zu buhne.com und dann geht hier unter den Shop, der ist dort tatsächlich für den normalen Preis hier zu bekommen. 91,95 €.
Dann kann man dort in den Warenkorb reinlegen. Ich lege einfach mal hier. So, kann ich im Warenkorb einlegen. Kann ich das auf 2? Ich kann das dann auf 6 dann machen. 6 Stück würde dann hier. So, alright. Genau, ich habe immer noch Pfund hier. Warum habe ich Pfund? Da steht 91 Euro und hier steht 577 Pfund. So, ich gehe hier rüber. So, jetzt genau. So, 551 denn, Euro wäre 6 Flaschen, kommt 25,95 Euro Versand denn dazu. Ich weiß, dass es einen Code ab und zu mal gibt, was man da eintragen kann, um der Versandkosten zu sparen. Und das wäre dann hier, ist der Code momentan noch da? So, der Code ist, wenn du mehr als 150 bestellst, dann brauchst du einfach nur Shipping 23 eingeben und da hast du tatsächlich EU-weit kostenloses Versandkosten. Also 6 Flaschen hiervon für 511 Euro. Tolle, tolle Preis. Ja, also für das, was man hier hat. Cheers. Ja, ledrig, schön, lecker. So, Jason hat das gekauft, damit ich das hier vergleichen kann und dann da haben kann. Das ist so momentan mein Leben. Frage des Tages: Rotwein und Bunne, welche könnt ihr empfehlen? Zweite Frage: Rotwein und Single Malt Scotch, welche könnt ihr empfehlen? Und letzte Frage ist: Warum hast du denn Bunne 12 Fassstärke für 2022 noch nicht gekauft und ein oder zwei Flaschen gebunkert? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Das waren die zwei Flaschen, die ich von Bunne hier letzte Woche gekauft habe. Videos sind durch. Alles Gute euch. Bis dahin. Ciao.